Absolut, Leben in voller Blüte und dann noch Seite, hübsche Stimme dazu, deine hübsche Stimme dazu. Was will man mehr? Wahrlich, wahrlich, schön gesprochen. Das freut mich sehr. So soll's sein. Oh, haben wir einen Crit, Olaf? Yep, einen Crit, Olaf. Ja, das ist ein generelles Konzept, ne? Dass man sich in seine starke Seite reinjungelt. Phil, kann ich den PRM50-Code auch im Nachhinein benutzen? Ne, wenn du jetzt schon Abonnent bist und, wenn du jetzt schon Abonnent bist und das noch nicht gemacht hast, dann kannst du das leider nicht machen. Wenn du jetzt sagst, okay, ey Phil, ich hab einen Tag bevor der PRM50-Code aktiv war, reingesubbt, dann sind wir da meistens noch sehr gütig und sagen dir, okay, komm, dann geben wir dir den noch. Genau. Mein Netzwerk ist gerade RIP. Wie, dein Netzwerk ist gerade RIP? Kernus, mach mir keine Angst. Kennst du das neue Lied von Alligator Daylight? Nope, nicht gehört, Jasper. Was für ein PRM-Code. Wir haben mit der Prime League gemeinsame Sache gemacht. Wenn ich wir sage, meine ich GHG, also mein LOL-Coaching-Startup. Und da gab es halt einen Code, PRM50 gibt es einen Code, mit dem man 50% spart. Lifetime bei uns. Darum ging es. Ja, bei mir läuft alles, Kernos. Bei mir läuft alles. Erstmal direkt rein in die Arena. Natürlich, Blausenpausen. Natürlich, wie könnte es anders sein? Der Olaf hat mich so weggegrieft mit der Plant leider, weil er mich dann rübergehauen hat, wo die Poppy mich direkt stunnen konnte. Aber glücklicherweise konnte ich es trotzdem noch spielen. Ja, bist du eigentlich Top 100 in Arena? Ich war Top 100 in Arena, basically, ja. Aber dann musste ich noch ein bisschen für die Challenge spielen. Und da sind dann da im Zuge dessen ein paar tausend Punkte verloren gegangen. Aber da spiele ich mich gerade wieder hoch. Wir können auch Duo rein, Reval, wenn du möchtest, ne? Sehe ich uns auch. Oh, 60 Ability Haste, Rune Carver Brand. Das schmeckt. Double Range, wir haben Gale Force Olaf. Das schmeckt auch. Keine Flashes. Ohne Reval schafft Phil die Top 100 nicht. Das ist eine absolute Dreistigkeit, sowas zu behaupten. Und ich verbiete es dir.
Oh, das lief doch ganz gut, du. Ich meine, wir sind einfach random während der Challenge basically in Top 100 gewesen, ne? Also uns fehlten 2 Games oder sowas. Aber ohne Fisch auf Reval nicht die Top 100. Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn ich mir euer Arena-Gameplay bei dir und Kevin anschaue, dann habt ihr da beide Potenzial. Könnten Hubris gehen. Hubschrauber Einsatz. Hub. Ja. Nächste Runde, nächstes Glück gegen Smolder Shaco. Ist ein AD Shaco. Portal darf ich da gerade noch nicht nehmen. Oh, scheiße. Hätte eine Axt rüber werfen sollen, der Olaf. Ja. Bo. Habe ich doch genau mit meiner X-Ray Vision gewusst, wo der Shaco sich anschleicht. Okay, nicht mit mir. Nicht mit mir. Schön die Ult auf den unsichtbaren Shaco gekloppt. You mad, Cody? Moinsen. Oh, dann war es der Gale Force Execute. Der ordentlich Damage macht noch. Wir werden uns Liandris jetzt relativ early kaufen. Wir haben nämlich AP in AD. Das bedeutet, Liandris ist insane. Weil es natürlich auch einen wunderschönen Burn-Damage verursacht. Womit wir wiederum mehr Schaden verursachen. Schöne Runde. Okay, Edge. Ich danke dir für mehr als 2 Jahre Support und dann auch noch mit einem sehr geilen T3-Sub. Arschgeile Nummer. Vielen lieben Dank für den Support. Kuss geht raus. Dankeschön. Vielen lieben Dank für den dicken, fetten Support. So, ich konnte mir jetzt leider keinen Liandris kaufen. Wir hatten nämlich 4000 Gold. Das bedeutet, ich kaufe mir dann lieber 2 random Lethality Items, also Assassin Items. Mit denen lübt der Lachs besser. Wir haben jetzt Serpent's Fang erwischt. Das ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Yumus dagegen sehr gut.
Weil wenn wir uns die einfach die reinen Stats da mal vergleichen, dann bringt Yumus mehr Lethality, mehr Ability Haste und mehr AD mit. Serpent's Fang hat halt diesen Anti-Shield-Faktor, der aber auf Range auch wirklich nur weniger effektiv ist. Und die Ult ist nix leider. Ja, ich hab's mir gedacht. Jetzt muss er Skillshots dodgen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Aber er kann es schaffen. Oh, wichtig, wichtig. Well played. Aber my bad. Das war my bad. Da kriegt er ein WP von mir. Da muss man ja auch mal loben, die Teammitglieder. Kannst ja nicht immer nur flamen, ne? So funktioniert der Lachs nicht, du. Musst du ja auch mal loben. Oh, Might Shard extrem gut. Weil wir kriegen AD und die AP wird in AD umgewandelt. Das bedeutet, wir haben hier gerade 46 AD mitbekommen. Mit einem Might Shard, das ist natürlich unglaublich. Und hier haben wir direkt nochmal einen. Und wieder 40 AP. Das schmeckt. Was hast du für Augments? Ich habe Brutalizer, ne, sehr stabil, sehr, sehr stark für das Early Game. Und dann Escaped, Convert AP to AD und ich kriege nochmal Bonus AD 10%. Das bedeutet, wir werden uns gleich Last Item, denke ich mal, das Liandris kaufen. Um da einfach nochmal mehr Burn Damage zu haben. Man könnte auch sagen, okay, ey, wir gehen für Perplexity. Ist auch gut, allerdings haben wir hier nicht wirklich Tanks. Gunblade ist auch sehr, sehr stark, Nullpointer, ja. Gunblade gibt nämlich extrem viel. Sehr unlucky. Sehr unlucky, dass bei beiden Engages ihre Frostwrath ab ist. Ich würde jetzt mal so frech sein und behaupten, dass sie das nicht getimed hat. Ja, das gewinnt der Olaf im 1v1 gegen die Poppy. Er hat Ult ready. Das heißt, Poppy hat da keine Möglichkeit gegen und das ist sehr gut. Ja, die Map war sehr bad für uns, ne? Aber trotzdem gut funktioniert. Wir haben noch Rolls Up, die können wir jetzt auch einfach benutzen. Infernal Soul ist schon sehr stabil auf jeden Fall, könnte man nehmen. Und ich glaube, es ist hier auch einfach das sicherere Play. Infernal Soul zu nehmen ist sehr gut. Ice Cold ist das Augment, wofür wir mit Ash in dem silbernen Tree schauen. Das erhöht nämlich unsere Slows einfach um einen Flatwert und zwar 100. Das ist natürlich super, super stark in Kombination. Wunderschön, ganz wichtig, dass wir da die Ult auf den Ude geknallt haben. Währenddessen konnte der Olaf den nämlich einfach umprügeln. Und damit machen wir eine schöne Teamarbeit haben wir hier, muss man sagen. Dann werfen wir einen Arrow noch auf die Map. Zack. Können wir unsere E auch noch hinwerfen? Ja. Da. Vor allen Dingen, das sehen die Spieler hier ja auch, ne? Das heißt, vielleicht verwirren wir sie damit. Wenn da einfach so eine random Ash-Ult rüberkommt. Vielleicht will das wer dodgen, wisst ihr? Das hat man ja manchmal, dass man so eine fremde Ult dodgen möchte. Das wäre so witzig, hätte es jetzt wer geflasht von denen. Aber ich glaube, das ist auch nichts, womit die rechnen, dass dann eine Ash-Ult angeflogen kommt. On the Rings of Wrath, we've streamlined the shopping experience for your convenience.
So. Ja, wir könnten uns auch, wir könnten uns tatsächlich auch einfach Gunblade holen. Damit kommen wir auf 570 AD. Das ist wahrscheinlich auch einfach stärker. Wobei man hier natürlich auch Suffering nicht vergessen darf. For each second in combat with enemy champions, deal 2% Bonus Damage. Also einfach, ich kann einfach quasi mehr Schaden verursachen. Gegen Jin ganz wichtig, dass wir unsere Ult halten. Sobald er ultet, können wir das nämlich dann dementsprechend countern. Alter, wie geil ist das denn von der Poppy gewesen? Die Poppy hat Frozen Foundations. Damit kann sie selber eine Anivia Wall erschaffen. Ist das frech. Sie kann selber eine Anivia Wall erschaffen, wo sie mich gerade mit gestunt hat. Das ist absolut crazy tatsächlich. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Und das ist natürlich ein Moment, da muss man auf die Enemy Augments gucken und sehen, dass sie sowas zur Verfügung hat und dass sie dann sowas machen kann. Das ist natürlich game changing, ne? Ich muss jetzt viel, viel stärker aufpassen. Ich hatte meinen Flash ja sogar ready, wenn ich da ready für bin. Ich habe halt gerade die Jin-Ult damit geblockt. Mit meiner Ult denied. Aber da muss ich natürlich ready sein für. Und die haben jetzt zum Glück keine Shenanigans. Zumindest soweit ich das wohl sehe jetzt hier gerade. Ja, wir müssen aufpassen. Wir können diesen... Schade. Ja, der Olaf war nicht auf einer, war da nicht on the same page mit mir. Als ich die Ult geschossen habe auf den Kollegen Brand, muss er natürlich ready sein, um einzuschreiten. Und um da Gale Force raufzugalen. Was passiert eigentlich, wenn ich mir hier Rabadons hole? Ja, das geht, zählt so leider nicht, schade. Wir könnten tatsächlich jetzt sowas wie Horizon Focus machen, ne? Horizon Focus gibt es nämlich auch eine Menge Power und sorgt nochmal dafür, dass unsere W mehr Schaden verursacht, beziehungsweise dann nochmal der Olaf mehr Schaden verursacht. I guess. Habe ich nicht gut gespielt oder so. Alter, wir haben einfach drei Runden hintereinander verloren. Wir hatten jede einzelne Runde gestompt und dann sowas. Haben die Gegner aber auch gut gespielt, was soll ich sagen? Aber das, also...